Es geht weiter hier bei Let's Play Tales of Symphonia. Wir sind hier beim Ossafat, den wir hier bestreiten müssen. In der letzten Episode haben wir diesen Weg gefunden. Endlich. Und leider Gottes hat es auch ein bisschen lange gedauert. Das war mal vielleicht die Hälfte oder so hier. Ein kleiner Versprecher gehört wohl auch dazu. Hui, hier sind ja mehrere Feinde. Die greife ich doch mal gerne an. So, erstmal den Bär hier. Ich finde es einfach unnormal, was momentan so abläuft. Ja, der Bär ist auf jeden Fall übel. Na, vielen Dank. Level up. Schön. Schön ist es. Die Gegner stören hier sowieso, deswegen mache ich das gerade. Na, vielen Dank. 107 Erfahrung hat es gerade gegeben, wenn ich richtig geguckt habe. Das ist an sich viel, ne? Für die Verhältnisse. Och nö, noch mehr Bären. Ich mag keine Bären. Autsch. Nicht, dass ich hier gleich noch sterbe. Reißzahn gefunden, nicht schlecht. Ryan enthält Recover. Okay. Ich weiß gar nicht, was Ryan noch so alles machen kann. Könnten wir theoretisch auch in unser Team hier involvieren, aber habe ich noch nicht gemacht. Orangengel, danke. Truhen sind immer gut. What's wrong? Sorry. You ain't going. Don't bother me. Don't overdo it. First aid. Sword rain. Just as I expected. Brötchen haben wir gerade gefunden. Cool. Sandwich erfolgreich zubereitet. Na, vielen Dank. Sandwiches sind immer gut. Oh, wohin führt der Weg? Oh. Wait. Sie wollte uns in der letzten Episode umbringen. Wow, she caught up with us. Wow, sie hat uns eingeholt. Oh, thank God. Don't move. Oh, Himmel sei Dank. Bleib stehen. A wise decision. Eine weise Entscheidung. I won't be caught off guard this time. Diesmal lasse ich mich nicht so einfach überrumpeln. Macht euch bereit zu sterben. Na gut. Wenn sie kämpfen will. Zeit zu sterben. Oh, okay. Den Windhüter am besten angreifen. Das ist das erste Ziel hier. So. Sorry. Autsch. Ja, wie wär's mit heilen, Kollege? Ich glaube, sie hat verloren. Never had a chance. Es gab keine Hoffnung. 499 Erfahrungen, das ist richtig viel. Just you wait. I swear I will kill you all next time. Ach, wartet nur ab. Nächstes Mal töte ich euch, das schwöre ich.
und weg ist sie. Wait. Why are people trying to kill us? Warum wird immer wieder versucht, uns umzubringen? There are always those that reject salvation. Es wird immer jemanden geben, der das Heil ablehnt. Maybe she's a Desian. Vielleicht ist sie eine Desian. Who knows? At any rate, we are in constant danger. That's all we have to know. Wer weiß, auf jeden Fall befinden wir uns in konstanter Gefahr. Das ist das Einzige, was uns im Moment zu interessieren hat. Those clothes. Diese Kleidung. Professor, something wrong? Professor, stimmt etwas nicht? No, it's nothing. Let's go. Nein, schon gut. Lass uns gehen. Yeah. Anyway, let's go look for a place where we can get a ship. Oh, genau. Ein Schiff müssen wir finden, um an eine neue Insel zu gelangen. Das haben wir in der letzten Episode vorgehabt. Und ich habe das dumpfe Gefühl, hier gibt es wohl keinen Weg mehr. Können wir in diese Höhle rein? Tatsächlich. Oh, wartet mal, liebe Freunde. Bevor wir hier reingehen, ich will mal ganz kurz schauen, wohin dieser Weg hier führt. Lloyd? Ja? Die Koordination mit den Gefährten ist auch wichtig, wenn man in einer Gruppe kämpft. Ja. Die Auswahl deiner Strategie und deiner Befehle kann einen Kampf entscheiden. Vergiss nicht, dass du nicht allein bist. Ja, das weiß ich. Ab sofort sind Unisono-Attacken verfügbar. Erläuterung lesen, ja, machen wir mal. Bei einem Unisono-Angriff, U-Angriff, greifen die Teammitglieder nacheinander an, um größeren Schaden zu verursachen. Bevor ein U-Angriff gestartet werden kann, muss der maximale Angriffspegel erreicht sein. Dieser Pegel wird durch erfolgreiche Mehrfachtreffer während eines Kampfes aufgeladen. Okay. Wenn der Max-U-Angriffspegel erreicht ist, kann der U-Angriff durch Drücken von... Okay. Eingeleitet werden. Die Abfolge bla bla bla. Ach cool. Okay. Na, das ist gut zu wissen. So, jetzt will ich einmal hier raus, um zu schauen. Moment mal, wo sind wir denn hier gelandet? Shit. Nee, Leute, das ist jetzt nicht alles, was ich machen will. Gehen wir mal ganz kurz hier rein. Ich will jetzt einmal noch mal ganz kurz in die Höhle. Sorry, Leute. Ein bisschen erkunden schadet nie. Ich dachte, das wäre der richtige Weg, aber das war ja nicht der Fall. Don't overdo it. Oh, ich habe gerade die falsche Person angegriffen, wie es aussieht. Demon Fang. You picked the wrong guy to... Sehr schön. Pflanzen über Pflanzen, alle eliminieren. So. Der Bär ist gerade die blödeste Bedrohung hier im ganzen Spiel. Der macht richtig viel Schaden, das ist das Problem. Autsch. Boah, die Kerle sind echt zäh, ne? Wie hat die Frau das überhaupt überlebt, dass sie durchgerannt ist? Also, wir sind zu viert. Oh, Backe, der hat nicht mehr viel, der Kollege. Wartet mal. Ich möchte den Kratos am besten jetzt hier mal gleich heilen. Was geben wir ihm denn? Boah, schaut euch mal an, wie viel wir mittlerweile haben. So, ich gebe ihm ein bisschen mehr. Ja, Colette gebe ich auch ein bisschen mehr. So, Apfelgel ist nie verkehrt. So, der Ossafahrt. Coole Sache hier. Hier waren wir noch gar nicht, aber hier kann man bestimmt irgendwelche Items finden oder so. Schwarzes Silber gefunden. Wozu das wohl gut ist? Let's go. Yeah. Das Gute ist, Kratos heilt uns immer wieder. Das ist quasi so eine Art Heiler im Spiel. Never had a chance. Es gab keine Hoffnung. Erfolgreich zubereitet Sandwich. Na, das ist schön. Don't let up. Oh. Ja, bitte da einmal den Bär angreifen. Angel feathers.
Don't overdo it. First aid. So. Sorry. Hellhammer. Get him. Fireball. Never stood a chance. Level up. Janice hat ein Level up. So. Groß ist das hier allerdings auch wieder nicht. Das ist natürlich ganz gut für uns, weil wenn das jetzt hier so lange dauern würde, wäre das natürlich ein bisschen blöd, meiner Meinung nach. Deshalb ein bisschen hier erforschen. Lederschutz haben wir gerade gefunden. So, und ich öffne jetzt auch nicht immer alle... Hey, was ist denn hier los? Hi. Ich kämpfe, ihr stark, kämpft mit mir. Kämpfe? Niemals. Leb wohl. Das ist bestimmt so eine Herausforderung oder so. Reißzahn haben wir hier. ERF Gemme Level 1 gefunden? Was ist das denn? Ein mysteriöser Edelstahl aktiviert. Bla bla bla. Boah, achtet mal. Adlerauge. Wow, das ist jetzt gerade sehr, sehr gut. Ja, Verteidigung sollten wir auf jeden Fall verbessern. Widerstand ist gut. So, ich würde gerne gegen den Mann hier kämpfen. Wartet mal, haben wir hier genug überhaupt? Ja komm, den sollten wir schaffen. Dann wollen wir mal los. Bereit zu sterben im Traum. It looks really strong. Ist ein super starker, oder? Na, warte. Alter, Finn, habt ihr das gesehen? Nee, wir müssen abhauen. Flucht nicht möglich? Scheiße. Get him. All right. Icicle. Take this. First aid. Wartet mal, Leute, Strategie. Für Lloyd. Kann sie nicht einspringen? Alter! Ultra stark. Ich kann auch nicht flüchten. Nee. Fuck. Oh mein Gott. Wir müssen den Speicherpunkt laden. Oh, doch nicht. Alter Schwede, haben wir Glück gehabt. Oh mein Gott. Ich dachte, ich muss jetzt... Wir müssen auf jeden Fall hier alles wieder voll laden hier. Alter Schwede. Wie übel, wie übel. Krass. Der Kerl ist ultra stark gewesen. Mein Gott, ich dachte, ich wollte jetzt gerade... Ich wollte gerade einen Schnitt ziehen, ne? Ohne Spaß, also... Boah. Wahnsinn. Ich habe gerade auch diese diesen Gruppenangriff gestartet. Die Leute, die es interessiert. Oh, wir haben Kohl gefunden. Cool. So, jetzt aber raus. Boah, den Kerl müssen wir, können wir mal später vielleicht herausfordern. Irgendwann, wenn wir ein bisschen stärker sind. Habt ihr das gesehen? Der war ja unnormal. Hätten wir niemals geschafft. Glaube ich nicht. Ich habe den einfach unterschätzt. So, da hinten ist ein Dorf. Ja, gehen wir mal zu dem Dorf. Ein Dorf ist immer gut. Isold. Ein kleines Fischerdorf Isold. Boah, sieht irgendwie süß aus, ne? Hey, die Orte sind echt schön hier, also. Am Ostufer des Ozeans liegt Palma Costa, die größte Stadt Silvarand. Mhm. Da müssen wir leider hin. Und die Frage ist, wie kommen wir da hin? Miau, willkommen beim Katz-Forschungsteam. Brauchst du Hilfe? Nein, brauche ich eigentlich nicht. Aber ich würde gerne wissen, wo ich hier irgendwie speichern kann. Sofern das klappt. Boah, also das Spiel ist echt schön gemacht. Ich habe das echt unterschätzt hier. Da sind natürlich noch Plakate von uns. Ihr erinnert euch vielleicht.
Lord Ewing, gesuchter Straftäter. Bei Hinweisen wenden Sie sich bitte an die nächste Menschenfarm, ja? Wir sind gar kein Straftäter, aber egal. Aber egal, das ist ja auch korrupt hier, was die Kerle machen, oder? Das machen die gerne, diese korrupten Menschen. Ihr sucht ein Schiff, das einzige Schiff, das in diesem Hafen noch einsatzfähig ist, gehört Max, dem Sohn des ersten Fischers. Max, dem Sohn. Ich glaube, der ist das. Verzeihung, bist du Max, der Besitzer dieses Schiffes? Ja, warum? Könntest du uns nach Palma Costa bringen? Die soll wohl ein Witz sein. Die See ist gefährlich, nie im Leben. Oh. Der scheint wohl nicht so hilfsbereit zu sein. Was mit ihm? Er hat ja auch ein Schiff. Hi, sucht ihr ein Schiff? Wir sind Fischer, versucht es bei jemand anderem. Oh. Und wer ist sie? Ihr wollt aufs Meer fahren, da solltet ihr den Boss fragen. Na toll. Und wer ist der Boss? Wissen wir jetzt gerade auch nicht. Was hat der Kerl? Willkommen im blauen Ozean. Oh. Können wir gleich mal was einkaufen hier, ne? Machen wir mal. So, verkaufen können wir hier, glaube ich, noch einen Stab. So, Weichleder, Lederschutz. Können wir auch verkaufen. Danke sehr, sagt der Kerl. So, Ausrüstung haben wir da auch irgendwas bekommen. Ich weiß aber noch nicht genau, was das war. Moment. Für ihn war das auch nichts. Ja, genau, Lederschutz müssen wir einmal wechseln. So. Was ist hier? Hey, ihr habt schon gehört, irgendein komischer Typ treibt in einem selbstgemachten Boot auf dem Ozean, okay? Das muss ich mir auf jeden Fall nochmal anschauen hier. Ich weiß auch nicht, wer jetzt hier vielleicht bringen könnte dahin. Miau, möchtest du EK spielen? Nein, wollen wir nicht. Die Auserwählte kommt bald her. Sag mal, sieht einer von euch nicht ein bisschen aus wie der da auf dem Steckbrief? Haha, war nur ein Scherz. Oh ja, Scherze sind immer gut. So, dann gehen wir mal hier rein. Wer ist er? Komm, heraus, Liebes. Verrate niemanden, dass ich hier bin. Okay. Die spielen irgendwie Fangen oder so. Ja, unsere Aufgabe habe ich noch nicht ganz verstanden. Ihr sucht ein Schiff, das einzige Schiff, das in diesem... Ja, Max hat dieses eine Schiff, aber was können wir tun? Verzeihung, bist du Max? Ja, warum? Okay, Max macht das schon mal nicht. Der ignoriert uns. Der will das nicht mit uns tun. Gehen wir mal... Hä, was macht der Mann denn da oben? Oder die Frau da? Auf dem Dach? So, am besten mit jedem sprechen. In dieser Gegend gibt es keine Menschenfarm der Desians. Wir können also in Frieden leben. Es lohnt sich wahrscheinlich auch gar nicht, so ein kleines Dorf anzugreifen. Ja, man weiß nie. Die Kerle sind nämlich korrupt. Die sind zu allem fähig. Was ist hier? Ach, hier kann man rasten, oder? Fred, wo bist du nur? Treibst du noch auf diesen Weltmeeren? Wie kann ich nur diese Gefühle bezwingen, Fred? Meine Enkelin ist so naiv. Sie hat sich so von diesem Schurken bezirken lassen. Was? Blödsinn. Es verkehren keine Passagierschiffe. Es ist viel zu gefährlich. Ich konnte auch bloß hierher kommen, weil mich ein Typ namens Alfred mitgenommen hat. Alfred? Nein, der ist nicht mehr hier. Er wollte zurück in seinen Heimatort, okay? Hey, komm schon. Ein Speicherpunkt, sag ich doch. Suche ich schon die ganze Zeit hier. Willkommen im Gasthaus zu Möwe. Eine Nacht kostet 120 Gold. Nö, sehe ich nicht ein. Ist ja voll teuer, ne? Das ist teuer. Wenigstens konnten wir speichern. Okay, in diesem Ort, in diesem Dorf gibt es wohl nichts. Gehen wir mal hier nach hinten entlang. Eventuell gibt es hier hinten etwas. Oh. Na gut, wenn ihr kämpfen wollt, kein Problem. Just as I expected.
Mist, ich kann nicht meinen Hund hier gerade rausholen. Was ist da denn hinten? Heiliger. Welterneuerung, was für ein Unsinn. Was ist daran unsinnig? Nehmen wir an, die Erneuerung wird ein Erfolg. Was passiert, wenn die Welt danach erneut einen Niedergang erlebt? Dann wird eine andere Auserwählte auf eine gefährliche Reise gehen. Das nimmt kein Ende. Das ist... Unser Handeln löst nicht die grundlegenden Probleme. Es verschafft nur Zeit. Ich frage mich, wozu die Erneuerung ursprünglich mal diene. Was? Was fragst du? Das spielt keine Rolle. Nein, du hast Zweifel. Wenn du deine Gedanken nicht unterbindest, dann wird sich vielleicht etwas ändern. Kratos, du bist echt seltsam. Vielleicht bin ich das. Ja, glaube ich auch, dass er seltsam ist. Ja, aber hier gibt's ja sonst nichts, bekanntlich, ne? Hier ist echt gar nichts. Nö, das ist echt falsch, also... Nö. Also können wir wieder zurück. Boah, habt ihr den Schleimi gesehen? Wie aggressiv der uns angegriffen hat. Mein Gott, ey, das ist echt weit hier wieder, ne? Dieses Suchen ist echt mühsam. Ich glaube aber, da müssen wir... Oh, noch ein Gegner, toll. Ich muss zugeben, ich kämpfe auch gegen die, weil ich möchte, dass wir dadurch, ja, wie sagt man so schön, keine Probleme haben dann bei super starken Gegnern oder so. Haben wir ja schon gesehen heute. Das war jetzt nicht mehr, normal, meiner Meinung nach. Und wir kriegen natürlich auch Erfahrungspunkte. Und diesen Erfahrungspunkt haben wir einfach ein Level up und das ist ganz praktisch. Wir müssen die einfach haben, weil wenn wir die nicht haben... Boah! Alter Schwede. Don't get too comfortable. Was? 85 Erfahrungspunkte schon fast. Habt ihr es gesehen? Genau das ist der Grund, weshalb ich das so gerne tue. Also wenn die wirklich so einfach auf mich springen oder vor mir so springen, dann mache ich das gerne. Genau wie jetzt. Alter Falter. Genau, und wir haben ein Ei gefunden. Na, herzlichen Glückwunsch. So, von dort kamen wir. Dann gehe ich jetzt mal hier oben entlang. Weil, wenn wir auf die Karte, auf die Map gucken, dann könnte das der Weg sein. Weil, da oben ist, glaube ich, so eine Art Brücke auf der Karte markiert. Deswegen habe ich das jetzt gerade so gesagt. Don't overdo it. First aid. What's wrong? Thanks. Yeah. Thanks. Ow. Take. Don't overdo it. First aid. That was just warming up. 58. So. Jetzt aber weiter. Da hinten. Schaut mal, da ist eine Brücke. Dann komme ich vielleicht rüber, ne? Denke ich mal. Ja, tatsächlich. Boah, und diese Viecher warten schon, ey. Warten schon ganz sehnsüchtig. So, als erstes die Klapperschlange eliminieren. Sehr schön. Na super. Okay, hier gab es sonst nichts, ne? Jetzt können wir, glaube ich, so außen herum entlang.
Und da hinten, eventuell, da ist ja wieder eine Stadt irgendwo oben, ne? Glaube ich, habe ich das richtig gesehen? Oh, liebe Steuerung, bitte. Da, was ist das? Ein Feind, okay. This is gonna be tough. No way. Here we go. Na, warte. Demon Fang. Fireball. Fang Crush. Demon Fang. Tiger Blade. I'm sorry, forgive me. First aid. Was, bin ich versteinert? Won't work. Moment mal, ich bin versteinert, kann das sein? Ich bin versteinert gewesen, alter Schwede. Nee. Kann nicht wahr sein. Ich war versteinert. Leute, flüchtet mal lieber. Don't overdo it. Found your weak. Won't work. Ray thrust. Sorry. Get him. Wind blade. Take this. First aid. Tschüss. Nicht mit mir, Kollege. Nicht mit mir. Boah, das ist echt. Das ist eine haarige Angelegenheit hier. Ich will hier einmal rein. Was ist das? Novas Wohnwagen. Wer seid ihr? Ach du liebe Zeit, wir haben nicht oft so Besuch berechnet. Kann ich euch helfen? Nein, wir sind nur auf der Durchreise. Seid ihr auf der Pilgerfahrt? Wir reisen, um die Tierwelt zu erforschen. Ich bin Zoologe. Wirklich? Das ist ein seltsames Unterfangen in diesen schweren Zeiten. Die Welt bereisen, um das eigene Wissen zu vermehren. Wie wundervoll. Ha, ich sehe einfach gerne alle Arten von seltenen Tieren an. Wir haben sogar einen riesigen leuchtenden Vogel gesehen. Leuchtenden Vogel? Es kam Asgard gewesen sein, Elementargeist des Lichtes. Wirklich, dieser Vogel ist ein Elementargeist? Ich verstehe. Das würde erklären, warum ich diese Spezies noch nie gesehen habe. Erzähl uns von ihm. Die Informationen könnten uns gelegen kommen und außerdem möchte ich die Geschichte hören. In diesem Fall denke ich, wäre es besser, meine Kinder zu befragen. Ich habe den Vogel nicht richtig gesehen. Okay, ich werde sie fragen. So, gibt es aber hier einen Speicherpunkt? Lass uns noch eine Weile hierbleiben und hören, was sie zu sagen haben. Okay. Ich denke, der Vogel taucht nur im steilen, unzugänglichen Gebirge auf, wo man nicht zu Fuß hinkommt. Wie kommst du darauf? Wir wären überall, wo man zu Fuß hinkommt. Wenn er auch an solchen Orten erschiene, hätten wir ihn sicher schon gesehen. Ach so. Alles klar. Ist es hier? Ich habe damals Nüsse von dem Baum gepflückt und die machen ein schönes Geräusch. Das ist, könnten wir sie mal sehen? Das ist also eine linke Nuss. Sie macht wirklich ein schönes Geräusch. Die könnt ihr behalten, ich habe noch mehr. Das ist sehr nett, ich danke dir. Linke Nuss. Erhalten. Erzähl uns doch mal genau, wie das war, als ihr den leuchtenden Vogel gesehen habt. Ah, das war auf dem Ossafahrt. Wir hatten unser Lager in der Nähe des Gipfels aufgeschlagen, da erschien der leuchtende Vogel. Ossafahrt? Außerdem herrschte an dem Tag starker Wind. In der Nähe spielte ein Baum eine mysteriöse Melodie, als die Nüsse im Wind schaukelten. Es klang wie ein schönes Lied. Nüsse, die eine mysteriöse Melodie spielen, was soll das denn sein? Das war bestimmt der Linkerbaum, der angeblich in hochliegenden Gebieten wächst. Wenn die Nüsse im Wind wehen, sollen sie ein hübsches Geräusch machen wie Glöckchen. Ich wüsste nicht, dass es solche Bäume gibt. Aber können wir Aska dann nicht einfach auf dem Ossafahrt finden? Nein, der Baum ist nicht mehr da. Er wurde entweder gefällt, verpflanzt oder bei einem Erdrutsch oder etwas ähnlichem fortgetragen. Stimmt, wir haben dort aber im letzten Mal keinen derartigen Baum gesehen. Da war ein Baumstumpf in der Nähe des Gipfels. Vielleicht war er das. Wir haben die ganze Welt bereist, aber wir haben den Baum nicht wieder gesehen. Angeblich ist diese Baumart durch übermäßige Ausbeutung und Naturkatastrophen ausgestorben. Es wird sicher nicht einfach, einen zu finden. Ich fasse die Situation. Zusammen, in der sie den leuchtenden Vogel gesehen haben. Sie begegnen ihm das erste Mal auf dem Ossafahrt. Das bedeutet, dass der leuchtende Vogel nur in hochliegenden Gebieten vorkommt. Danach erzeugen die Nüsse eines Linkerbaumes eine wundervolle Melodie. Schließlich herrscht an dem Tag noch ein starker Wind und der Klang der Linkernüsse wurde vom Wind über eine große Distanz weitergetragen. Das dürfte es ganz grob gewesen sein.
Sie sagten, dass sie, nachdem sie um die Welt gereist waren, zurück zum Osserfahrt gingen, aber der Linkerbaum war bereits verschwunden. Und sie müssen noch einen weiteren Linkerbaum auf ihren Reisen finden. Die sie bisher gesehen haben, waren zu Fuß nicht erreichbar. Das heißt für uns, dass wir den Linkerbaum in einer Gegend suchen müssen, in die man zu Fuß nicht gelangt. Das ist unmöglich. Ja, nun müssen wir uns nicht sofort auf den Weg machen. Und auch wenn wir einen Linkerbaum finden würden, würde es uns nicht weiterhelfen, wenn er tot wäre. Das Erzeugen einer Melodie und das Weitertragen des Klangs mit dem Wind klingen auch nicht gerade einfach. Könnten Sie einen toten Baum nicht irgendwie mit Ihren Heilkräften wiederbeleben? Meine Kraft alleine würde nicht ausreichen. Um zu heilen, was bereits tot ist, benötige ich etwas, das meine Fähigkeiten stärkt. Etwas, das den Lebenswillen des Linkerbaums erweckt. Beispielsweise eine Exphäre oder auch nur ein Fragment davon. Wenn er tot ist, heißt das auch, dass der Boden dort schwach ist. Wir müssen die Erde nähren, damit er wieder Nährstoffe bekommt. Außer Papa wüsste es niemand, oder? Der vielleicht eine Exphäre übrig hat. Obwohl, vielleicht gibt es noch andere Zwerge, sie können auch einen haben. Wir können nichts tun, lass uns Aska aufgeben. Faszinierend. Wow. Ich verstehe, es ist beeindruckend, wie ihr herausbekommen habt, wie es funktioniert. Wir wissen nur, dass es schwer ist, Aska zu treffen. Nun, vielleicht, ich habe bereits die Daten notiert, die ihr gesammelt habt. Sagt einfach Bescheid, wenn ihr sie hören wollt. Okay. Wir gehen mal raus. Lass uns noch eine Weile bleiben. Och, die wollen immer noch reden, okay? Was ist? Notizen zum leuchtenden Vogel. Hier. Standort des Linkerbaums. Der Linkerbaum wächst vermutlich an einem Ort zu Fuß, der nicht erreichbar ist. Ort, bla bla bla. Danke. Keine Ursache. Können wir jetzt raus? Tatsächlich. Was das wohl mit dem Baum auf sich hat, das weiß ich gerade noch nicht. Aber was ich weiß, ist, dass wir auf jeden Fall hier weitermachen sollten. Dann sicherlich in der nächsten Episode. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Mitschauen. Bis dahin.